Activating emergency protocol. Fast boot enabled. Command interface disabled. Commencing playback. EBP shutting down. Ja, herzlich willkommen und moin moin. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte fleißig ein bisschen buddeln und auf einmal wurde ich hier angegriffen. Meine Fresse. Ja, den Kampf konnte ich euch noch mit aufnehmen. Allerdings sonst nichts großartig weiter. Ne, also ich habe das Mikro halt stumm geschalten, weil ich so erstmal nichts weiter machen wollte. Außer ein bisschen buddeln. Und konnte das Ganze deswegen leider nicht kommentieren. Aber, ja, erfolgreich abgewehrt, würde ich sagen. Meine Fresse. Zum Glück werden die so leicht paralysiert, wenn man auf die ballert. Und dass da am Ende gar nicht viel passiert ist. Und jetzt werde ich mir hier mal die Reste schnappen. Wie geil ist das? Minigun-Drohne. Zack. Promethium-Ladung. Der andere war, glaube ich, da rechts. Mich gleich hier vorne abgeknallt. Da sind... Was schreit denn hier noch? Wow, wow, wer bist du denn? Du bist creepy, Alter. Leck mich fett. Wird wohl doch noch eine spontane Folge. Wo ist meine Knarre? Da ist meine Knarre. Warum hat die denn gerade nicht geballert? Stirb, creepy. Wow, langsam wird's interessant. Läuft der Scheiß. Und da ist noch ein Wrack. Scheißding, Raketendrohne. Mal sehen, was die mir bringt. Zack. Paar Raketen und ein bisschen Kraftstoff. Finde ich gut. Kann ich noch abbauen? Zerlegen. Da passiert gar nichts. Upgraden. Demontieren. Das will gerade nicht, wie ich will. Und ich kann hier auch nicht so richtig... Warum macht er das nicht? Passiert gar nichts. Naja, gut. Hier, haben jetzt 3 Minuten aufgenommen. Verdammte Scheiße. War so nicht geplant. Ich wollte jetzt hier eigentlich vorbereiten, einen kleinen Hangar für mein nächstes Projekt bauen. Einen Hangar und tatsächlich, will ich endlich ein Dings haben. Eine Garage für mein Fahrzeug. Und dafür muss ich ein bisschen budeln, denn ich will das unterirdisch haben. Wie ich gerade gesehen habe, ist oberirdisch auch nicht so geil. Die haben mir tatsächlich meinen Konstruktor zerballert. Ja, scheiße, noch eins. Scheißviecher. So, was ist das denn? Hier, da war ich durch. Rohstoffabbau. Treffer.
Ja, brauchen wir einen neuen Konstruktor. Scheiße. Aber der kommt in den Keller und dann haben wir da auch Ruhe. Basis und dann war das Konstruktor groß. Geben wir gleich nebenbei einen Auftrag. Und dann kann ich hier noch ein bisschen bohren. Naja, aber auf jeden Fall wisst ihr dann gleich, was ich hier so ein bisschen plane. Zerlegen wir auch. Das sind Eisen- und Holzblöcke. Moment mal, ich hatte doch eigentlich, hatte ich schon Treppen gebaut. Wenn da, ja, doch, klappt sehr schön. Und noch fertig, bevor der mir auf den Sack gegangen ist. Zum Glück haben die mir nicht die Dings hier zerlegt. Na? Die Container, das wäre echt ärgerlich. So, dann nehme ich schon mal den ersten und dann. So, hier, Rohstoffabbau. Ich brauche Schotter. Das ist auch der Bohrer, okay. Irgendwie sind wir hier unter Wasser. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Sind wir auch noch unter Wasser? Nee. Gut. Dann weg den ganzen Scheiß. Ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen Schotter kriege. So, bleiben wir hier unterirdisch. Sehr gut. Ja, wir kriegen auch Schotter. Feini. So. Das schon mal. Hier wird dann Wand. Da können wir eigentlich auch schon mal mit anfangen. So. Dann wird da doch ein Schuh draus. So, ich weiß noch nicht, wie hoch ich das Ganze baue, aber wahrscheinlich etwas höher als meine Basis oben. Dass hier auch ein bisschen was Größeres reinpasst. Zack, einmal nachladen. So, und ich überlege, ob ich die Garage einfach stumpf unter das Haus baue. Ich glaube, das mache ich. Ich werde da eine Rampe reinbauen. Und dann passt das schon. Da ist mein Kern. Und hier ist schon draußen. Das ist ja ein Ding. Dann ziehen wir hier erstmal eine Wand lang. So. Nein, lässt mich da nicht. Gut, nehmen wir noch ein bisschen was weg. Zack. Und ich werde noch eine Menge Betonblöcke brauchen. So. Das ist doch schon mal ein Anfang hier. Das ist die. Was ist denn das? Was ist das denn? Echt so eine kleine Wasserlinie. Wie scheiße ist das denn? Das nervt mich ja richtig. Und dann schon mal hier. Und dann bauen wir da drunter weiter. Batz, 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 batz. Oh ja, das geht mit dem Bohrer wirklich weit besser. Meine Fresse. Frisst der sich hier flott durch. So stelle ich mir das vor. Na komm. Machen wir es halt von hier. Zack. Arme nach hinten durch. Ne? Gut, da noch ein bisschen was weg. Zack, 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 zack. Und dann hält das schon. Nach da hinten, da haben wir schon mal eine schöne Wand, zwei hoch. Das ist noch nicht die Welt, aber kommt. Ganz schön duster hier. Und weiter geht's. Schön Schotter. Ich glaube, ich gebe gleich mal die nächsten Betonblöcke in Auftrag, sobald der neue Konstruktor fertig ist. Sind das hier so hell? Im Haus sollte das nicht das Problem sein. Nehmen wir die Schützstreben. Dann reißen wir hier mal ordentlich was weg.
Schotter haben wir jetzt schon gesammelt? 65, ja, ein guter Anfang. Läuft! Dies läuft! Ratzfatz geht das hier, meine Fresse! Weg damit! Ganzen Scheiß einreißen! Ja, ficken, ey, ich wollte doch gar keine Folge machen. Das bringt ja meinen ganzen Plan durcheinander. Na nun? Wir sind unter Wasser. Beim Wasser. Wasser, Wasser. Denn wir haben Wasser, und zwar überall. So, gönn dir. Weg den Scheiß. Zum Glück haben wir ordentlich Ladung für den Bohrer. Das heißt, das ist kein Problem. Irgendwann aber ganz schön duster. Da muss ich mir dann was überlegen. Ich brauche Licht. Licht, Licht, Licht. Viel Licht hilft viel. Und vor allem brauche ich Schotter. Gib mir mehr Schotter. So, da haben wir noch eine Leiter hin. Muss hier, kommen wir durch? Ja. Ach, das ist die Leiter auf der anderen Seite. Okay. So, jetzt sollte unser Konstruktor fertig sein. Und den Schotter können wir schon mal rüberpacken. Ja, da kriegen wir nochmal ein paar Blöcke zusammen. So, jetzt hätte ich den eigentlich direkt gerne unterirdisch. Das heißt, ich muss irgendwo erstmal auf Höhe. Durchs Wasser durch, so dämlich das ist. Die Frage ist, wie hoch bauen wir das Ganze? Und wir reißen hier erstmal ordentlich ein Loch ein. Ich habe so an 4-5 Felder hoch gedacht. Mittlerweile mit dem Jetpack, das ist tatsächlich weit angenehmer. Also weit, weit angenehmer. Da kommt man hier vernünftig aus den Löchern raus und hast du nicht gesehen. So. Erstmal ein paar Blöcke drunter. Wir haben noch ein bisschen hier eiserne Reserve. Zack. Findet der Konstruktor schon mal Platz? Sind wir ja schon doch recht hoch. 1, 2, 3, 4. Also noch ein bisschen runtergehen. Aber das reicht mir eigentlich nicht. Das soll hier ein bisschen Monumentalstatus kriegen. Schön hohe Decke. Da muss was reinpassen. Weg den ganzen Scheiß. Wenn man die Fläche nachher erstmal ausgebaut hat, dann dürfte das alles ratzfatz gehen. Nochmal ordentlich drunter. Dass wir überhaupt erstmal einen Maßstab haben. So, und schon haben wir nur noch 39. Boah, wie ein paar hundert Blöcke drauf, ey. So, 1, 2, 3, 4, 5. Einen noch runter und dann ist mir das tief genug. Dann kommt auf der Höhe der Bohren. So, weg damit. Das wird schon schick. Immer frei raus. Oha. Wir sind echt ganz schön tief. So. Zack. Und zack.
Und zack. Und einmal hoch. Ja, ich glaube, damit können wir gut leben. Zack. Das ist doch eine angenehme Höhe. Zack. Muss ich mir echt noch was mit der Treppe überlegen. Da hält hin. Das fällt unter Monumental. Das läuft. Konstruktor groß. Drehen wir uns den noch ein bisschen zurecht. Ich den hier mitten im Raum stehen. Ja, am Ende eigentlich halb so wild. Zack. Den juckelt mir keiner mehr weg. Input. Der große Container, da ist auch der Schotter drin. Und dann bauen wir mal, nee, Kohlenstoff nicht, Betonblöcke. Gehittete Stahlblöcke, Stahlblöcke. Armierte, okay. Oh, Stahlplatten. Brauche ich hier unten aber nicht eigentlich. Kann ich vielleicht in der Decke mal machen. Ja, und dann gönn dir. Mal ein paar hundert fertig. Der ist ja flott dabei, Alter. So viel Dings habe ich jetzt zwar noch nicht, so viel Schotter, aber den reichen wir gleich nochmal nach. So. Gönn dir, Brudi. Mach mal weg. Das sollte jetzt, also hier unten gibt es ja auch ordentlich Schotter zum Abbauen. Ne, da oben war es ja noch nicht ganz so viel. Aber hier mit dem Gestein, das geht ratzfatz, dass ich den hier zusammen habe. Oh, hier sind wir am Ende angelangt. Das heißt, wir gehen hier lang. Wir müssen auch runter. Mensch, da ist das gar nicht mal so scheiße zum Zugucken, hoffe ich. Ja, Entschuldigung übrigens, dass ich die Facecam nicht anhabe, aber das hätte ich jetzt in der Stelle nicht mehr hinbekommen. Das ist ja immer noch ein Handy. Weg damit. Reiß ein die Hütte. Und ich denke mal, bei der Höhe macht es nachher auch mal fast ein bisschen Sinn, einen Fahrstuhl einzubauen. Weil immer die Treppen latschen, wird mir, glaube ich, auf Dauer zu blöd. So, ich weiß jetzt nur nicht, ob hier die Basis auch endet. Muss ich echt mal gucken. Ich gehe Richtung, wo gucke ich eigentlich gerade hin? Ach, da. Nach da wollte ich eigentlich. Naja, gut. Am Ende nicht so wild. Oh, ich habe noch ganze drei. Das ist ja eine Menge. Gut, dass der hier schon fleißig nachproduziert. Komme ich da mit dem Jetpack hoch? Ja, gerade so. Dann gucken wir mal, dass wir was nachholen. Ja, 68 Stück. Das ging flott. Können wir gleich Schotter nachfüllen. Dass der hier fleißig sein kann. Also das mit dem Wasser, muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie wegkriege. Ich hoffe ja, dass das verschwindet, wenn ich hier nachher alles dicht habe. Weg den Schund. So, Zeit für ein bisschen Stütze. Zack. Zack. Ja. Das war nix. Ich denke mal aufgrund des Erdreiches. Will auch nicht. Immer noch zu viel? Komm klar. Zack. Jetzt aber.
Sehr schön. Runter, runter und bon. Ja, feini. Zack. Ja, die sind ja auch ratzfatz weg dann, ey. Sehr schön. Jetzt ziehen wir hier leider mal rüber. Und dann wird da langsam ein Schuh draus. So, ich muss jetzt... Muss ich echt mal gucken, wo wir jetzt höhenmäßig sind. Es geht doch hier... Sind wir doch weiter unter Wasser, oder? Ja. Da wollen wir ja eigentlich gar nicht so weit hin. Wir wollen ja eigentlich nach... Da auch nicht. Nach Norden aber eigentlich auch nicht. Ich hatte doch... Genau, doch. Nach Norden. Na gut. Gehen wir nach Norden. Aber erstmal gehen wir was essen. Ich werde mal die Sachen hier aus dem Kühlschrank rausholen. Der muss nicht die ganze Zeit laufen. Zumindest nicht, wenn ich hier am Arbeiten bin. Und aus die Hütte. Und dann packen wir das nämlich hier hinten rein. Nehmen gleich noch wieder Steinchen mit. Nochmal 80, sehr schön. Und jetzt ist das ganz schön duster. Ich brauche mal Licht hier drin. Könnte ich demnächst mal bauen. So, und dann weiter nach da buddeln. Na gut, da ziehe ich jetzt eh die Grenze, von daher wurscht. So, halt, Kühlschrank. Erst den Scheiß wegbringen. Sonst habe ich hier nachher einen Haufen verdorbenen Mist. Das will ich auch nicht. Fluxspule finde ich gut. Oszillator. Na, hat er was gebracht. Minigun-Patrone. Auch rüber, alles weg hier. Stahlplattenmauer nicht. Verfällt noch irgendwas? Na komm. Alles drin hier. Hab ich da gerade Schotter gesehen? Warum ist hier Schotter? Achso, wegen Dings hier, glaube ich. Nährlösung. Ja, Gesteinsmehl. Machen wir auch noch ein bisschen. Und dann gehen wir mal runter. Dahinter ist komplett Wand. Naja, fast. So, das wird mir jetzt hier definitiv zu duster. Ich baue jetzt mal Lampen. Ich baue Lampen. Wie auch immer ich das tue. Zack. Ich brauche Licht. Ich hoffe, ich habe genug Scheiß da. Signallicht. Ne, Signallicht brauche ich nicht. Ich brauche Licht, Junge. Das ist nicht für die Basis. Ich muss noch erforschen. Basis. Rampen, Pflanzenlicht brauche ich nicht. Lichter. Habe ich doch. Dann kann ich die nicht bauen. Sind hier diverses? Zack, zack, zack. Nirgendwo was zu finden. Dumm, 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 dumm. Oder gehen die nur im Großen? Man kann ja auch sein. Zack. Hier gibt es Lichter. Pflanzenlicht und Lichter. Ja, so viele brauchen wir wohl nicht. Aber 30 machen wir mal. Einmal weg. Dann bauen wir den Scheiß. Und dann wieder Betonblöcke. Okay, braucht Glas und Glas. Ja gut, das geht ja fix. Das geht ja wirklich ratzfatz. Zack. Bis ich oben bin, haben wir 5 fertig und dann können wir hier unten schon mal ein bisschen beleuchten.
Zack. Ist immer erstaunlich, sobald man ein bisschen besseres Werkzeug hat. Ich musste gerade nochmal gucken, ob das Mikro an ist. Gibt es immer so einen kleinen Evolutionssprung, ganz witzig. So, schon mal zwei Lampen. Was wollte ich jetzt noch? 81 Blöcke. Die nehmen wir auch gleich mit. Du bist nicht mehr fleißig. Warum bist du nicht mehr fleißig? Du bist sowieso nicht mehr fleißig, weil er hier fleißig ist. Du kannst eigentlich auch nebenbei Blöcke bauen. Betonblöcke. Gönn dir. Genug Steine da. So, nochmal zwei, ja, vier Lampen. Oh, ach ne, das ist fürs Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, es wird Licht. Oh, ist das duster, Alter. Hicks. So, was haben wir denn da? Welche nehmen wir denn? Drehen. Ja, aber gefällt mir auch nicht. Auch nicht wirklich. Punktbeleuchtung. Ach, sieht aus wie so eine blöde Sirene, also auch bescheuert. Hier so eine Eckleiste ist doch ganz cool. Und die Frage ist, bleibt da die Decke? Eigentlich schon. Eigentlich bleibt die da. So, da haben wir eine Kante. Ein weg. Und dann immer drei. Wow, die bringen ja unglaublich viel Licht. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Licht die bringen. Das ist ja richtig hell hier. Zwei, drei frei und dann hätte ich hier ganz gerne noch eins. Habe ich noch Holzblöcke dabei? Jo. So, und dann wieder Licht. Eins, zwei, drei und hier kommt eins hin. Ach ja, so wahnsinnig gut beleuchtet ist das jetzt nicht. Da ein bisschen mehr erwartet. Lichtlaterne. Ich gehe einfach erstmal schlafen. Da mache ich mir später Gedanken drum. Zack. Und wenn das Licht besser, es draußen heller ist, dann wird das schon. Irgendwie hat es das hier ja nicht mit Umgebungsverdeckung. Das ist mein blödes Zelt. Da hinten. Am Arsch der Heide. Und dann muss ich erstmal was essen. Es ist schön hell. Und die verrotten gerade fleißig. Das ist doof. Oh, die sind fertig. Dann kriege ich Pflanzenproteine durch. Okay. Weiß ich das auch schon mal. Jetzt gibt es mal ein ganzes Stuff im Kühlschrank. Hier, ihr auch. Und die Proteine. Gut, das ist ganz schön der Murks hier, diese Arax-Pflanzenkeime. Ja, ich hatte hier angefangen, so ein kleines Beet zu bauen. Das wollte ich eigentlich noch ausbauen. Aber das wollte ich mit euch machen. Hm, kann ich das jetzt eigentlich auch machen? Könnten wir eigentlich zuerst machen. Wenn wir schon mal hier sind. Wie viel habe ich hiervon? Pflanzenbeete 18 Stück. Das ist doch gut. So, Drohne Ihep. So, hier wollte ich eigentlich so einen Weg zwischen haben. Das habe ich erst vergessen. Vier Stück haben wir noch. Dann geht's hier lang. So, kann ich ja nicht unter Wasser? Ja, geilo.
So ein paar Schutzstreben wären schon schön. So. Und dann wieder ein Schuh raus. So, gucken wir mal. Haben wir hier noch Fenster dabei? Nö, die liegen anscheinend noch drin. Machen wir die da auch noch fix. Ja, mit dem Glas haben wir ein ganz cooles Gewächshaus. Ist doch eine nette Sache. Ja, es sind jetzt nicht so viele. Aber die sind ja relativ groß. Wir zerlegen das Ganze mal. Damit geht's nicht. Demontieren. Das geht nicht. Okay, das ist Rohstoffabbau. Blödsinn. Was doch der hier? Zerlegen. Upgraden. Austauschen. Rotieren. Okay. Okay, achso, dann könnte ich noch drehen. Reparieren. Austauschen. Rotieren. Wie geht das? Zum Ende der Transparenz vor verschiedenen Fenster NMT rotieren von Baublöcken und kleinen Geräten der Größe 1x1. Jo. Zerlegt eigene und öffentliche Strukturen, es werden immer Komponenten zurückgegeben. Demontieren, für eigene Strukturen werden intakte Blöcke zurückgegeben. Dann machen wir das doch. So. Tada! Dann können wir hier schön... oder auch nicht. Und hier nehme ich einen schönen Holzweg rein. Dann wieder ein Schuh raus. So, dann wollte ich in jedem Fall hier noch eine Scheibe ranmachen. Eine große. Na, geht das nicht? Wir nehmen die blöde Drohne. Das ist einfacher. Nämlich, ich kann keine Scheibe an Scheibe. Wie blöd ist das denn? Dann hängt wahrscheinlich da an der Wand, ne? Das ist einmal mein Diensthandy, da muss ich gleich rangehen. Und wir sind sowieso bei einer halben Stunde, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ne, ich werde noch fleißig weiter bohren. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.